Mein Name ist Walter Grund. Ich darf Sie im Namen des gesamten Teams zum abschließenden Höhepunkt der Europäischen Literaturtage 2022 hier im Klangraum Krems Minoritenkirche begrüßen. Auf die heutige Matinee zu Ehren von Miljenko Jerkovic einstimmen wird uns das Duo Hofmanninger-Schwarz. Die beiden widmen sich der Urform von Harmonie in der östlichen Musik. Dabei treffen wie bei traditionellen Ensembles Gebläse und Geschläge aufeinander. Lisa Hofmanninger spielt Sopransaxophon und Bassklarinette und Judith Schwarz Perkussion. Ich bitte die beiden auf die Bühne.
Thank you.
Seit 2017 wird der Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln im Rahmen der Europäischen Literaturtage überreicht. Auch die heutige Ehrung für Miljenko Jerkovic findet in Kooperation mit dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels statt. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Die Botschaft der Toleranz und Zivilcourage ist auch konstitutiv bestimmend für unsere jährliche Begegnung internationaler Schriftstellerinnen und Schriftsteller hier in Krems an der Donau. Ein herzliches Willkommen vor allem an Miljenko Jerkovic, dem dieser Vormittag heute gilt. Ein herzliches Willkommen auch an Michael Martens, der die Laudatio halten wird. Ein Danke an Albert Hosp und das Festival Glatt und Verkehrt für das wunderbare herzlichen Musikprogramm. Ein Danke auch an die Stadt Krems und ihren Bürgermeister Dr. Reinhard Resch, der Sie nach dieser Matinee zu einem Glas Wein einladen wird, den ich nun herzlich unter uns begrüßen möchte. Nun bitte ich Benedikt Vöger, den Präsidenten des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels, um seine Ausführungen zum Ehrenpreis für Toleranz an Miljenko Jerkovic. Sehr geehrter Bürgermeister, lieber Wolfgang Petritsch, hochverehrter Miljenko Jerkovic, Herr Michael Martens, liebe Katja Gasser, lieber Walter Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass die beiden wichtigsten Auszeichnungen, die der deutschsprachige Buchhandel zu vergeben hat, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels und der Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln heißen. Der Friedenspreis, so auch heuer, wird jährlich als Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen und ging heuer an den ukrainischen Autor und Musiker Serhii Sadan. Unser Ehrenpreis wird seit, Walter Grund hat es schon gesagt, einigen Jahren im Rahmen der Europäischen Literaturtage hier in der Kremser Minoritenkirche verliehen. Heuer zu Beginn der Wiener Buchmesse Buch Wien, die am Mittwoch beginnt, aber morgen ist schon die Buchpreisverleihung im Casino am Schwarzenbergplatz in Wien. Und ich möchte mich bei Walter Grund und seinem Team und allen hier ganz herzlich für diese gute Zusammenarbeit und die gegenseitige Befruchtung bedanken. In seiner Frankfurter Dankesrede sagte Sadan: Natürlich können Bücher den Krieg nicht beenden, aber Bücher können dir im Krieg helfen, du selbst zu bleiben, dich nicht zu verlieren, nicht unterzugehen. Wenn das nicht Grund genug ist für einen Friedenspreis oder diese Friedenspreise des Buchhandels? Frieden und Toleranz sind die gesellschaftlichen Eckpfeiler, auf denen jeder intellektuelle Diskurs, auf denen jede Schaffung und Auseinandersetzung mit Kunst, in unserem Fall mit Literatur, fußt. Es ist das erste Anliegen jedes Verlegers, jeder Verlegerin, aufzuklären, zu informieren, zu vermitteln, auch und gerade um die Fundamente unserer Arbeit und Rezeption, den Frieden und die Toleranz zu stärken. Wir Verleger und Buchhändler glauben an die Utopie einer gerechten und friedlichen Welt, im Zeichen der Toleranz, im Denken und Handeln. Die Toleranz einer Gesellschaft zeigt sich in ihrer Kultur, und Kultur ist kein Luxus, sondern Kultur begründet die Identität einer Gesellschaft, begründet deren Selbstverständnis und bildet die Grundlage für den Umgang mit anderen Gesellschaften. Der Hauptverband des österreichischen Buchhandels verleiht den diesjährigen Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln des Jahres 2022 an Miljenko Jerkovic. Dieser Preis wird jährlich an eine europäische Autorin oder einen europäischen Autor verliehen, der oder die sich durch ihr Leben und ihr Werk für die Verständigung in Europa herausragende Verdienste erworben hat.
Grundlage für die Preiswürdigkeit der Auszeichnenden ist sein oder ihr Bemühen, als Mensch und Autor gegenüber dem anderssprachigen und kulturell anders geprägten Nachbarn Toleranz zu üben. Die Würdigung des Preisträgers wird nun Herr Michael Martens vornehmen. Herzlichen Dank und herzliche Gratulation. Bitte nun Michael Martens auf die Bühne. Er ist Journalist, Buchautor, Osteuropa-Experte, arbeitete für Zeitungen in Kirgisistan, Kasachstan und in der Ukraine und ist heute Korrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Danke sehr, lieber Anna, lieber Milenko. Und wie man heute ja sagen kann, um sich lange Listen an Exzellenzen zu ersparen, wo man am Ende sowieso wieder jemanden vergisst, der oder die dann beleidigt ist. Liebe alle, ich freue mich sehr und bin dankbar, dass ich heute hier in Krems über Milenko Jergovic sprechen darf in den kommenden 4,5 bis 5 Stunden. Ich habe meine Rede, die ich jetzt gleich vorlesen werde, gestern mal im Copyshop ausdrucken und binden lassen. Die kann ich dann auch herumgeben, dann können Sie auch, wenn wir fertig sind, heute Abend nochmal die wichtigsten Stellen nachlesen. Aber ich kann das nicht tun, ohne eine Offenbarung am Beginn zu leisten, denn wir leben, das wissen Sie alle, in einer Zeit der Transparenz oder wie es der in Wien lebende bulgarische Philosoph Ivan Krastev einmal ausgedrückt hat, sogar der Transparenzbesessenheit. Und der kann auch ich mich nicht ganz entziehen. Und deswegen denke ich, muss ich am Anfang offenlegen, wie es dazu kommt, dass ich hier sitze und die Laudatio halte und vor allen Dingen zu welchem Preis. Das muss ich allerdings ablesen, das kann ich nicht freisprechen, denn da sind einige Zitate über den Hauptverband des Buchhandels drin, die möglicherweise justiziabel sind oder wie es, glaube ich, in Österreich heißt, klagbar. Also meine Rechtsanwalt hat mir gesagt, lies das bloß vom Blatt ab, da darf nichts falsch sein. Und das tue ich jetzt auch, damit das nachher das juristische Nachspiele einfacher zu bewältigen sind. Das begann nämlich am 6. September dieses Jahres. Da hat mich ein gewisser Herr kontaktiert und mir mitgeteilt, der Jergovic bekommt den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels. Das ist sowas wie der Friedenspreis bei Ihnen in Deutschland. Das ist eine ganz große Sache. Der gewisse Herr, dessen Identität ich hier aus erwähnten juristischen Gründen nicht näher nennen kann, zumal nun ja bereits klar ist, dass er A, kein Deutscher und B, mit dem Wiener Stadtklatsch bestens vertraut ist, kontaktierte mich, da er mich als großen Jergovic-Fan kennt und zu Recht annahm, dass ich mich über diese Nachricht freuen würde. Und so war es auch. Ich wollte sofort meiner Frau davon erzählen, die war aber nicht zu Hause und ging auch nicht ans Telefon. Also twitterte ich. Und zwar so. Der großartige kroatische Autor Milenko Jergovic erhält den Toleranzpreis des österreichischen Buchhandels. Exzellente Wahl. Die Galerie von H.C. Artmann, Ilse Eichinger, Klaus Wagenbach, Elif Shafak und vielen anderen wird um einen würdigen Namen erweitert. Gratuliere. Am nächsten Morgen um 10.37 Uhr ging bei mir eine E-Mail vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels ein. Der freundliche Absender vom Hauptverband schrieb, der diesjährige Preisträger, Herr Milenko Jergovic, hat Sie als Laudator vorgeschlagen und wir würden uns sehr geehrt fühlen, wenn Sie diese Aufgabe übernehmen würden. Für die Laudatio sind 10 bis 15 Minuten eingeplant. Die offizielle Verkündigung des Ehrenpreises erfolgt erst noch mittels Presseaussendung. Ich bitte Sie bis dahin noch um Verschwiegenheit. Ich überlegte kurz, der Bitte um Verschwiegenheit durch eine Löschung meines Tweets vom Vortag zu entsprechen. Dann dachte ich jedoch an den berüchtigten Streisand-Effekt, laut dem man durch Vertuschungsversuche meist erst recht Aufmerksamkeit auf das zu Vertuschende lenkt und ließ den Tweet stehen. Stattdessen rief ich meinen österreichischen Verleger an. Du, der Jergovic bekommt den Ehrenpreis des Buchhandels. Ja, weiß ich eh, sagte der Verleger. Ja, und er schlägt vor, dass ich die Laudatio halte. Aha, sagte der Verleger. Und wie viel Honorar haben sie dir angeboten? Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht, denn ich empfand es als Ehre, einen von mir geschätzten und geliebten Autor öffentlich loben und preisen zu dürfen. Mein Verleger aber hat mit Ehre nichts im Sinn. Er ist ein kühl kalkulierender Kopf,
wie ich bei jeder Vertragsverhandlung aufs Neue feststelle, und sagte mir, du musst auf jeden Fall Honorar verlangen. Sag denen, 1000 Euro ist dein Standard, darunter stehst du nicht bereit. Der Verband hat eh Geld wie Heu. Der Gedanke, für etwas, das man sowieso gerne und selbstverständlich auch umsonst tun würde, auch noch Geld zu verlangen, und zwar für nur 15 Minuten Arbeit ziemlich viel Geld, leuchtete mir unmittelbar ein. Also antwortete ich dem Buchhandelshauptverband, dass mein Standardhonorar 1000 Euro betrage. Dass ich darunter nicht zur Verfügung stünde, schrieb ich vorsichtshalber nicht, wollte ich doch keinesfalls riskieren, am Ende noch durch einen preiswerteren Laudator ersetzt zu werden. Chinesische Laudatoren beispielsweise gelten in der Branche als Schnäppchen, und an die politischen Kosten denkt die Wirtschaft ja immer erst, wenn Krieg ist. Zudem war mein Wunsch, die Laudatio zu halten, so groß, dass ich mich auch auf das absolut wettbewerbsfähige und von keinem fernöstlichen Dumping-Laudator zu unterbietende Honorar von null hätte herunterhandeln lassen. Aber so kam es nicht. Am Montag, den 12. September um 9.38 Uhr, antwortete der Buchhandelshauptverband: Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung kann ich Ihnen ein Honorar von 500 Euro und die Übernahme der Reisekosten und der Übernachtung anbieten. Bitte geben Sie Bescheid, ob Sie die Laudatio unter diesen Umständen zusagen können. Da ich die Laudatio unter allen Umständen zusagen konnte, konnte ich sie natürlich auch unter diesen Umständen zusagen. Und so stehe ich jetzt vor Ihnen oder sitze jetzt vor Ihnen für 500 Euro samt Anreisekosten und Hotel, Übernachtung mit Frühstück. Und so eine, da war noch im Hotel so eine, wie heißt das eigentlich, so diese Tütchen, die man mitnehmen darf, wo so Wattpads und so drin sind. Das muss ich wahrscheinlich als geldwerten Vorteil versteuern. Aber Sie können jetzt vielleicht ermessen, und dann komme ich auch zum Punkt, welche ungeheure Verantwortung auf mir lastet. Denn selbst wenn ich die zwei Minuten, die ich jetzt gebraucht habe, um zu dieser Stelle meiner Laudatio zu kommen, nicht in Rechnung stellen sollte und die mir maximal zugestandene Länge von 15 Minuten Redezeit ab jetzt voll ausschöpfe, muss ich rechnerisch in jeder der nun folgenden Minuten für den Gegenwert von 33,33 Euro geistreich oder wenigstens unterhaltsam sein. Diese Verantwortung ist mir, wie Sie gewiss nachvollziehen können, zu groß. Ich habe mich deshalb entschieden, vielleicht lieber 20 Minuten über Milenko Jagovic zu sprechen, denn bei 20 Minuten Redezeit spreche ich nur noch für den Gegenwert von 25 Euro pro Minute, und das zahlen kaukasische Schurkenstaaten oder russische Oligarchen für ihre Rechtsanwälte oder Steuerhinterziehungsberater im ersten Bezirk allemal. So, und jetzt muss ich mein Geld zu verdienen, dann sprechen wir jetzt endlich über Milenko Jergovic. Auf die Frage, wer Milenko Jergovic sei, gibt es wie bei jedem Menschen viele falsche und keine einzige wirklich richtige Antwort. In Rezensionen oder auf den Klappentexten seiner Romane heißt es oft, Jergovic sei ein kroatischer Schriftsteller. Manchmal mit dem Zusatz, er sei ein kroatischer Schriftsteller aus Bosnien. Das ist nicht falsch und sagt doch wenig. Genauso ließe sich sagen, Milenko Jergovic, der übrigens mit dem Auto aus Zagreb angereist ist, sei ein in Zagreb lebender kroatischer Autofahrer aus Bosnien. Auch die Feststellung, dass Jergovic ein katholisch getaufter Kroate sei, wäre nicht falsch, soweit ich die Fakten überblicke. Und doch vollkommen irreführend, weil diese Feststellung die Umstände dieser biografischen Tatsache außer Acht lässt. Treffender wäre es, soweit ich weiß, vermutlich zu behaupten, dass Milenko Jergovic ein zwangsgetaufter Kroate ist, eine Beute der katholischen Kirche und des Kroatentums respektive des kroatischen Staates. Eine Beute freilich, an der weder die Kirche noch der Staat je ihre rechte Freude hatten und wohl auch niemals haben werden. Obschon es möglicherweise passendere Orte gibt für eine solche Feststellung als eine ehemalige Mennonitenkirche, sei hier doch gesagt, für den Katholizismus ist Milenko Jergovic eine Beute wie das Krokodil, das sich eine gierige Schlange einzuverleiben versucht hat, mit dem Resultat, dass sie dabei geplatzt ist. Ganz treffend ist das Bild auch nicht, weil bei dem beschriebenen Vorgang beide Beteiligten zu Schaden kamen, also auch das Krokodil. Googeln Sie mal, Schlange frisst Krokodil und platzt, da werden Sie fündig samt Bildern. Milenko Jergovic aber hier sitzt vor uns quicklebendig, denn er ist eben kein Krokodil, sondern ein Schriftsteller und obendrein auch noch ein sehr fleißiger Kolumnist. Außerdem liebt er, das wurde ja schon erwähnt, Fußball. Er ist Fan von Hajduk Split und Železničar Sarajevo, was in einem keineswegs zu vernachlässigenden Umkehrschluss bedeutet, dass er nicht Fan von Dinamo Zagreb sein kann.
Er mag auch den FC Barcelona, obschon ihm dieser Club zwischenzeitlich auf die Nerven ging. Das habe ich erst vor wenigen Tagen bei einem eminent tiefschürfenden Gespräch mit ihm und dem Kulturberater des kroatischen Präsidenten sowie mehreren Gläsern Wein und Rakia in einem Restaurant in Zagreb in Erfahrung bringen können und teile es der Weltöffentlichkeit hiermit erstmals mit. Außerdem ist Jergovic kein Vegetarier und isst sein Steak eher medium well als rare und spricht, aufgepasst, das ist nun wirklich selten, nicht schlecht über andere Schriftsteller. Zumindest habe ich das nie erlebt. Müsste ich Milenko Jergovic in einem einzigen Satz beschreiben, wäre vielleicht die Behauptung am wenigsten falsch, dass Milenko Jergovic ein Leser ist, der schreibt. Ein in Belgrad lebender bosnischer Freund, der Milenko noch aus gemeinsamen Zeiten in Sarajevo kennt, hat mir einmal gesagt, weißt du, wenn jemand behauptet, ohne Bücher nicht leben zu können, ist das meist ein Klischee. Aber ich glaube, im Fall von Milenko, da stimmt es wirklich. Aber am besten ist es natürlich, man lässt Milenko Jergovic selbst sprechen, wenn man ihn beschreiben will. Meine eigene Situation, so hat er es einmal beschrieben, ist etwas komplizierter, weil meine Identität größtenteils aus dem zusammengesetzt ist, was ich nicht bin und viel weniger daraus, was ich bin. Als ich im Sommer 1993 in einem Transportflugzeug des amerikanischen Militärs, das humanitäre Hilfsgüter sowie einheimische und ausländische Journalisten nach Split flog, Sarajevo verließ, das damals von den Panzern und Kanonen der Verbrecher Ratko Mladic und Radovan Karadzic belagert wurde, dachte ich, ich ginge vielleicht für immer. Ich wusste, dass ich nach Zagreb gehen würde. Dort, in bzw. bei Zagreb, lebt Milenko Jergovic heute noch. Über seine Ankunft vor 3 Jahrzehnten hat er einmal geschrieben, als ich mich in Kroatien einfand, im Land der anderen Menschen, begriff ich, dass ich hier mein ganzes Leben verbringen und dabei auch glücklich werden könnte, aber dass ich nie einer von ihnen sein würde. Wir sind Menschen, die nicht so richtig wissen, welche Fahne ihnen gehört, und indem wir mit dem, was wir sind, unseren Frieden gemacht haben und indem wir auch den Sinn dessen in uns tragen, was wir nicht sind, stellen wir Identitäten dar, die man nicht mit einem Wort definieren kann, nicht mit einem Reisepass, einem Personalausweis, einem Passierschein. Der Pöbel definiert sich über Wappen, Flagge und Namen, letzterer wird gern auch skandiert, und uns bleiben lange und diffuse Erklärungen, uns bleiben Romane, Filme, fiktive und wahre Geschichten. Hier sehen wir, worum es in den Texten von Milenko Jergovic immer wieder geht, um Identitäten. Diese Identitäten wandeln und überlappen sich, setzen sich aus kaum überschaubar vielen Einzelheiten zusammen, sind nicht statisch und können ortsabhängig sein. Ein Bosnier in Sarajevo ist etwas anderes als ein Bosnier am Rande einer verschneiten Landstraße in Oregon. Das kennt man ja. Ob es der österreichische Nationalratspräsident, ein vielversprechender peruanischer Panflötist oder die überregional angesehene Expertin für industrielle Schmierfette ist, niemand ist nur Nationalratspräsident, Panflötist oder Industrieschmierfettexperten. Alle tragen wir einen Schlitten namens Rosebud in uns herum und diese Vielschichtigkeit fängt Milenko Jergovic in seiner mäandernden Prosa immer wieder brillant ein. Dabei interessiert ihn niemals nur, wie seine Charaktere sind, sondern immer auch, wie sie wurden, was sie sind. Jergovics jüngster auf Deutsch erschienener Roman, Der rote Jaguar zum Beispiel, ist teilweise aus der Perspektive eines nach Österreich emigrierten serbischen Paares aus Sarajevo erzählt, das in Wien beruflich äußerst erfolgreich ist, also bestens integriert, wie man in solchen Fällen sagt. Doch über den Köpfen der beiden schwebt die Wolke ihrer Herkunft. Die Wolke Jugoslawien ist mal dunkler und mal heller, aber anders als bei Bertolt Brecht ist sie immer da. Für uns, schreibt Jergovic über die beiden Immigranten in Wien, ist Jugoslawien ein einheitliches Ganzes, zusammengesetzt aus mehreren Ängsten oder aus einer Angst, die die Menschen in Jugoslawien bedrängte und sich auf verschiedenen Seiten in verschiedenen Erscheinungsformen manifestierte. Im so imaginierten Sarajevo, im so imaginierten Jugoslawien waren Borka und ich, Serben dank unserer Vor- und Nachnamen, verantwortlich für alles, was Serben Muslimen antaten in Srebrenica, Prijedor, Sarajevo. Dass wir während des Krieges, in einer übrigens mächtig überschätzten Wirklichkeit,
in Sarajevo lebten, in Reichweite serbischer Scharfschützen und Granatwerfer, das bedeutet unter dem Druck der Phantomangst nichts. Es rückt unsere Schuld nur in ein noch grelleres Licht. Denn als Serben sind wir nicht nur schuld an allem, das Muslimen angetan wurden, haben nicht nur den Tod der in Srebrenica, Prijedor und Sarajevo ermordeten Muslime ebenso zu verantworten wie das Leid der überlebenden Muslime von Srebrenica, Prijedor und Sarajevo. Nein, wir sind auch für das Leid der Muslime verantwortlich, die aus München, Ankara oder Riad auf das schauten, was in Srebrenica, Prijedor und Sarajevo geschah, die sich von Amerika, Australien oder Arabien aus in das Leid ihrer Brüder und Glaubensgenossen einfühlten. Jeder Muslim, ganz gleich ob bosnischer, türkischer, arabischer oder malaiischer, ganz gleich ob er bosnisch oder arabisch spricht, Bier trinkt oder Biertrinkern den Kopf abhackt, kann sich in diesem neuen jugoslawischen Sarajevo im Gegensatz zu uns auf das muslimische Leid im belagerten Sarajevo berufen und es uns anlasten. Hier deutet sich ein weiterer Aspekt von Jergovics Prosa an. Er ist ein Dichter der Jugosphäre und von allem, was mit ihr zusammenhängt. Jugoslawien existiert nicht mehr, aber die Jugosphäre gibt es, einen kulturellen und sprachlichen Raum ohne feste Grenzen, der größer ist, als Jugoslawien es jemals war, weil sich die Einwohnerschaft dieser Sphäre auf die ganze Welt verteilt. Die Jugosphäre ist dort, wo es Menschen gibt, die sich ihr zugehörig fühlen. In Belgrad, Sarajevo und Zagreb, ebenso wie in Chicago und Sydney und natürlich allemal in der Burggasse 84 im Wiener 7. Bezirk, wo die Buchhandlung Mi, zu Deutsch Wir, Bücher aus Kroatien, Serbien und Bosnien anbietet, in einer Auswahl, die in Zagreb, Belgrad oder Sarajevo ihresgleichen nicht findet. Die Bevölkerung der Jugosphäre hat keine Pässe und kein Staatsoberhaupt, keine Hymne und kein Fußballteam, weder Parlament noch Armee, aber sie hat einen Dichter. In seinen Geschichten gibt Milenko Jergovic den Menschen der Jugosphäre Namen und Schicksale und nicht selten auch noch ein Auto dazu, etwa in seinen Romanen Volga Volga, Freelander oder Buick Rivera. Milenko Jergovic schreibt damit Jugoslawien und das, was daraus wurde, in die literarische Weltkarte ein, so wie es Ivo Andrić mit dem osmanischen Bosnien getan hat oder Josef Roth mit der Habsburger Monarchie. Jergovic, Jahrgang 1966, hat Jugoslawien, dieses Land, das sich von Gevgelija an der griechischen bis nach Schentil an der slowenischen Grenze erstreckte, noch gekannt. Seine Protagonisten sind oft Menschen, die vom Verlust ihres Landes geprägt sind und daran leiden, ohne es sich einzugestehen. Man hat ihnen das Land unter den Füßen weggezogen. Früher habe ich mich oft gefragt, wie man einer Diktatur nachtrauern kann. Erst mit den Jahren begriff ich, dass die Frage falsch gestellt war, weil Menschen nicht Diktaturen nachtrauern, sondern sich selbst und der Zeit, als sie in diesen Diktaturen jung waren. Ihre Nostalgie und ihr Glaube, das Leben in Jugoslawien, der CSSR oder der Sowjetunion sei besser gewesen, beruht auch auf Botenstoffen im Hirn, auf dem Flackern von Billionen Synapsen, deren Streiche von einer Komplexität sind, die wir noch lange nicht durchschaut haben. Aber diese Einbildung oder dieser Cocktail aus Dopaminen und Endorphinen oder weiß der Himmel, was da noch in unseren Hirnen west und rumort, ist eben sehr real. Und weil er das weiß, würde Milenko Jergovic sich niemals über die Nostalgie seiner Figuren lustig machen. Abschließend möchte ich noch einen Aspekt von Jergovics Literatur hervorheben, für den ich keinen Namen habe, den aber alle Lesenden kennen. Es gibt Sätze und Passagen, Bilder und Formulierungen, die uns so sehr treffen oder rühren, dass wir sie nicht vergessen. Wer sich mit Menschen, die Jergovic lesen, über das Lesen von Jergovic unterhält, wird rasch feststellen, dass alle solche Stellen in seinem Werk kennen. Unvergessliche private Lichtungen im Wortgestöber, bei mir ist es unter anderem diese Stelle aus dem Roman Freelander. Professor Adum erinnerte sich an den Film Fanny und Alexander. Er hatte ihn mit Ivanka im Kino Balkan gesehen, das war wahrscheinlich in den 80er Jahren gewesen. An einem Freitag um die Mittagszeit hatte er die Karten für die 9 Uhr Vorstellung gekauft. Sie setzten sich in die erste Reihe im Rang, hielten sich an der Hand, lachten über den Onkel im Film und als sie wieder zu Hause waren, sagte der Professor, er könne ab jetzt jeden Freitag ins Kino gehen. Sie fand die Idee schön, es war, als hätte das Leben an diesem Freitag kurz vor Mitternacht von neuem begonnen.
Danach waren sie nie wieder ins Kino gegangen. Jergowitschs Fähigkeit, den Zauber des Alltags in lakonischen Miniaturen zu fassen, machen den zeit- und ortlosen Reiz seiner Prosa aus. Seine Sprache fließt. Dass sich Jergowitschs Texte auch auf Deutsch so lesen, dass sie sich lesen, als seien sie auf Deutsch geschrieben worden, ist der Übersetzerin Brigitte Döber zu verdanken. Auch ihre Arbeit wird heute ausgezeichnet, weil sie ausgezeichnet ist. Ich bin an dieser Stelle versucht, Ihnen als letztes Beispiel für Jergowitschs Wortkunst und als Beleg dafür, dass er auch das satirische Fach beherrscht, die Passage von der kroatischen Autobahnraststätte, den polnischen Touristen und den Wiener Schnitzeln vorzulesen, die in der Feststellung gipfelt, dass in der langen, heldenhaften Geschichte Kroatiens kein einziges Wiener Schnitzel jemals weggeworfen wurde, habe mich stattdessen aber für eine andere Stelle entschieden, die ein Beleg dafür ist, dass in Jergowitschs Prosa, wie im Leben auch, zwar nicht alles mit allem, aber doch vieles mit vielem zusammenhängt. Im Rückspiegel, heißt es in dem Roman Wolga Wolga, der auch ein geschriebenes Roadmovie ist, im Rückspiegel sah ich den Lada-Fahrer aus dem Auto steigen, mit den Armen fuchteln und mit den Polizisten streiten. Er trug einen völlig mit Farbe verkleckerten Overall. Mit der nächsten Kurve verlor ich ihn aus dem Blick, trotzdem dachte ich weiter über den Mann nach. Er war auf dem Weg zu einem Auftrag, sollte eine Wohnung oder ein Haus streichen. Er hatte sich vorgestellt, übers Wochenende ein wenig dazu zu verdienen. Jetzt muss er stattdessen Strafe zahlen, das macht schlechte Laune, er wird schlecht arbeiten, nicht aufpassen, wie viel Rot und Gelb er ins Weiß mischt. Für die nächsten 2, 3 Jahre werden die Wände in jemandes Wohnung irritierend orange oder rosa sein. Und deswegen wird der Mann in der Wohnung seine Frau schlagen, die Tochter wird Reißaus nehmen, nach Sarajevo ziehen und wird sich nicht mehr melden, der Sohn kommt nicht mehr übers Wochenende aus Split, im Haus wird es einsam, 2 Unzufriedene werden schnell altern, es wird übel enden, nur weil die Polizei einen Maler angehalten hat, weil die Leiter auf seinem Dach länger war als das Fahrzeug. Es wird übel enden, weil ich an diesem Tag Glück hatte. Ich bin nicht 2 Minuten früher losgefahren, ich habe nicht den Betonmischer überholt, weil der nach 500 Metern in einen Hof abbog. Wäre ich früher losgefahren oder hätte ich den Laster überholt und die Polizei hätte mich statt ihn herausgefischt, der Maler wäre gut gelaunt beim Kunden eingetroffen, hätte meisterlich Rot und Gelb ins Weiß gemischt, die Wände wären eierschalenweiß wie eine Seite aus dem Koran geworden, die Bewohner wären glücklich gewesen und hätten nicht einmal gewusst, warum, die Tochter hätte einen Kfz-Mechaniker geheiratet, einen Jungen aus gutem Hause und der Sohn wäre jeden Freitagnachmittag heimgekommen, am Samstag früh aufgestanden und hinausgegangen, um den Garten umzugraben. Hätte die Polizei mich angehalten, statt des gelben Lada-Kombis, hätten diese Menschen ein anderes Schicksal gehabt. Ich bin jetzt so richtig in Fahrt und würde Ihnen am liebsten noch viel mehr über Jergowitsch erzählen oder mehr aus seinen Werken vor allen Dingen vorlesen. Aber leider sind wir schon bei 495 Euro dieser Laudatio angekommen. Und das Geld des Buchhandelsverbandes reicht gerade noch für 5 mittellange Sätze. Erstens, geschätzte Jury, sofern Sie anwesend sein sollten, Sie haben mit Ihrer Entscheidung die Galerie der Preisträger des österreichischen Buchpreises um einen würdigen Namen und einen großen zeitgenössischen Autor erweitert. Dazu herzliche Glückwünsche. Zweitens, schön wäre es, wenn sich eine gewisse Jury in Stockholm eines Tages ein Beispiel an Ihnen nähme. Drittens möchte ich allen empfehlen, gehen Sie hinaus und lesen Sie die Bücher von Milenko Jergowitsch. Oder gehen Sie nach hinten, da steht nämlich ein Buchtisch. Und ich empfehle privat, fangen Sie mit dem Buch Vater an, aber machen Sie, was Sie wollen. Der Satz steht nicht im Manuskript, der kostet auch nichts. Viertens, lieber Milenko, ich gratuliere dir zu diesem Preis. Du und dein Werk, ihr habt ihn verdient. Der 5. Satz ist eine Wiederholung des 4., nur in der Sprache von Milenko Jergowitsch, jedenfalls mehr oder weniger. Dragi Milenko, čestitam ti, ja mislim ti i tvoje djelo, vi ste zaslužili ove nagrada, baš mi drago da si ti, baš mi drago da smo zajedno danas tu i stvarno ti čestitam. Und damit danke ich Ihnen dafür, dass Sie mir 500 Euro lang Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Es folgt nun die Verleihung des Ehrenpreises. Ich bitte Milinko Jergovic auf die Bühne. Ja, danke. Der Hauptverband des österreichischen Buchhandels verleiht Milenko Jergovic den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2022. Milenko Jergovic scheut sich in seinen preisgekrönten Reportagen und Essays nicht, den Finger in die Wunden der europäischen Gesellschaft und Geschichte zu legen. In seiner Prosa widersetzt er sich bewusst allen politischen Einflüssen und lässt sich durch keine Form des Nationalismus vereinnahmen. Er widersteht damit auch allen Versuchen, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Milenko Jergovic ist ein streitbarer Humanist und ein präziser Chronist gesellschaftlicher Konfliktlinien. Er ist ein im besten Sinne europäischer Erzähler, der nicht müde wird, sich ganz im Sinne dieses Preises für Toleranz, Offenheit und Frieden einzusetzen. Hauptverband des österreichischen Buchhandels am 20. November 2022. Herzlichen Dank. Ich bitte nun Milenko Jergovic um seine Worte. Wir bekommen noch einen weiteren Stuhl. Bitte bleiben Sie bei uns. Ja, sam sad naravno ganut. I neopisivo sam počašćen time što sam se našao u kontekstu imena prethodnih dobitnika. I o tome zapravo dalje ne znam ništa reći. Reći ću samo nekoliko rečenica o nečemu drugom. U središtu cijelog ovog događaja je jedna riječ. Ta riječ je tolerancija. Značenje te riječi se jako promijenilo u zadnjih nekoliko desetljeća. U vrijeme vladavine velikih ideoloških sistema, tolerancija je zapravo bio čovjekov odnos i otpor prema tim sistemima. Prema ljudima smo bili dobri, čineći otpor prema fašizmu ili prema komunizmu ili prema nekom drugom izmu. Danas netolerantnih ideoloških sistema zapravo više nema. Danas je akt tolerancije nešto što ima najbliže veze sa književnošću. Danas je akt tolerancije uslovljen čovjekovom imaginacijom. Naša tolerancija je ograničena našom sposobnošću da zamislimo kako je drugom čovjeku. Ta sposobnost je iz različitih razloga ugrožena, ne ugrožavaju više nijedna velika ideologija. Ja ovu nagradu koju sam primio
u ime tolerancije zapravo danas doživljavam kao nagradu za imaginaciju i nadam se da ću je tu nagradu u buduće zaslužiti. Hvala vam. Ich bin jetzt natürlich sehr gerührt und ich bin unbeschreiblich geehrt, meinen Namen im Kontext der Namen der vorigen Preisgewinner zu sehen, über die ich derzeit nicht mehr sagen kann, aber ich werde ein paar Sätze über etwas anderes sagen. Im Zentrum der heutigen Veranstaltung steht ein Wort oder ein Begriff und das ist die Toleranz. Die Bedeutung dieses Begriffs hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Es gab eine Zeit von ideologischen Systemen und unterdrückerischen Systemen, in denen die Toleranz das war, was das Verhältnis der Menschen zueinander geprägt hat und auch ihren Widerstand gegen das ideologisierte System. Das heißt, wir waren gut zu anderen Menschen im Widerstand zum Faschismus, zum Kommunismus oder zu einem anderen Ismus. Heute gibt es diese Art von ideologisierten Systemen nicht mehr und dennoch ist die Toleranz aus anderen Gründen bedroht. Heute ist der Akt der Toleranz etwas, das sehr stark mit der Literatur in Verbindung steht. Es ist nämlich bedingt durch die Imagination des Menschen. Das heißt, unsere Fähigkeit zur Toleranz wird beschränkt durch unsere Fähigkeit zur Imagination, also durch unsere Fähigkeit, sich vorzustellen, wie es dem anderen, wie es dem Gegenüber geht. Und diese Fähigkeit ist derzeit eben nicht bedroht durch ideologisierte Systeme, sondern durch andere Faktoren. Ich habe diesen Preis erhalten, eben im Namen der Toleranz. Ich sehe heute aber diesen Preis als einen Preis für die Imagination. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft noch diesen Preis für die Imagination und die Toleranz verdienen werde. Vielen Dank.
Katja Gasser ist Redakteurin für Literatur im ORF Fernsehen und derzeit künstlerische Leiterin des Gastlandauftrittes Österreich bei der Buchmesse Leipzig 2023. Sie wird nun das Gespräch mit Miljenko Jergovic führen. Auf die Bühne. Okay. Ich freue mich sehr, sehr geehrte Damen und Herren, danke Walter Grund für die Einladung, dieses Gespräch führen zu dürfen. Wir sind ein kleines, korruptes Land, in dem sehr viele nette Menschen leben. Nein, sehr geehrte Damen und Herren, es ist nicht die Rede von Österreich, sondern von Kroatien. Und diesen Satz sagte vor nicht allzu langer Zeit ein kroatischer Musiker namens Alen Sinkhaut, der zum Wiener Popfest eingeladen wurde. Und ich habe mir diese kleine Pointe zu Beginn des Gesprächs nicht verkneifen können, zumal die Literatur Miljenko Jergovic voll ist von Pointen, allerdings nicht so billigen wie der meinen. Miljenko Jergovic, Sie haben in einem Gespräch, das ich vor einigen Jahren mit Ihnen in Zagreb oder bei Zagreb geführt habe, sich selbst als einen schlecht gelaunten bezeichnet. Sie sind nicht zuletzt in Kroatien, aber auch bekannt dafür, Ihren kroatischen Zeitgenossen schlechte Laune zu machen mit der Kritik an den gesellschaftspolitischen, politischen Verhältnissen im Land. Warum glauben Sie, dass diese Kritik, die Ihren Mitzeitgenossen schlechte Laune macht, berechtigt ist oder vielmehr dringend nötig? Ja mislim da je bezrazložno dobro raspoloženje prilično opasna stvar. Ich denke, eine grundlos gute Laune ist eine ziemlich gefährliche Sache. Ljudi na velikim Hitlerovim skupovima 30-ih godina jesu bili gnjevni, ali su u osnovi bili fantastično dobro raspoloženi. Beispielsweise die Menschen, die an den Hitler-Aufmärschen der 30er Jahre teilgenommen haben, waren einerseits von Wut erfüllt, aber andererseits waren sie auch unfassbar gut gelaunt. Tog trenutka Evropu je mogao spasiti samo neko ko bi tim ljudima pokvario raspoloženje. Tog nekog, nažalost, nije moglo biti. In diesem Augenblick hätte Europa nur jemand retten können, der diesen Menschen die Laune verdorben hätte, aber so jemand war damals nicht möglich. Sutra počinje, kao što znamo, svjetsko prvenstvo u fudbalu. To svjetsko prvenstvo počinje u jednoj vrlo neobičnoj zemlji. Morgen beginnt die Fußball-WM. Und zwar in einem sehr ungewöhnlichen Land. Zemlji jako dobro raspoloženih ljudi, jer su jako bogati i ne moraju previše raditi. Es ist ein Land, in dem die Menschen sehr gut gelaunt sind, weil sie sehr reich sind und nicht viel arbeiten müssen. Neki drugi ljudi rade za njih i ti drugi ljudi su recimo gradeći njihove stadione masovno ginuli kao da su na prvoj liniji fronta. Es sind andere Menschen, die für sie arbeiten und diese Menschen sind beispielsweise beim Bau von Fußballstadien massenweise gestorben, so als wären sie auf der ersten Frontlinie eingesetzt gewesen. I sad će na te stadione doći hiljade Evropljana koji će biti odjeveni kao idioti. Und es werden nun tausende idiotisch gekleideter Europäer diese Stadien stürmen. Njemački idioti će biti odjeveni
u dresove njemačke fudbalske reprezentacije i namazani po licu trenutnim njemačkim nacionalnim bojama. Die deutschen Idioten werden eben die Fußballdresse ihrer Nation tragen und werden im Gesicht ihre Flaggenfarben sich draufschmieren. Ja moram priznat da se ja pretjerano ne uznemiravam dok gledam njemačke idiote ili dok gledam austrijske idiote. Ich muss zugeben, wenn ich den deutschen Idioten oder den österreichischen Idioten zuschaue, das macht mir nicht so viel aus. Also das löst in mir keine Sorge aus. Ali jako se uznemirim kad vidim gomilu fantastično raspoloženih hrvatskih idiota u hrvatskim reprezentativnim dresovima. Aber ich bin sehr beunruhigt, sobald ich die gut gelaunten kroatischen Idioten sehe, die eben die kroatischen Nationalfarben tragen und Nationaldressen. I zapravo gotovo pa refleksno osjetim potrebu da im nekako pokvarim raspoloženje. Und reflexartig verspüre ich das Bedürfnis, ihnen ihre gute Laune irgendwie zu verderben. Ali ne zato što ja njih mrzim. Aber nicht etwa, weil ich sie hassen würde. Nego zato što mi se čini da će ih njihovo dobro raspoloženje odvesti negdje gdje oni zapravo ne bi željeli ići. Sondern weil mir scheint, ihre gute Laune wird sie irgendwo hinbringen, wo sie eigentlich nicht sein wollen. Oni ljudi sa nacionalsocialističkih skupova u ranim 30. godinama nisu možda, pogotovo nisu svi, željeli stvarnost koja će se dogoditi 45. ili 44. ili 43. godine u Njemačkoj. Ali ta stvarnost iz 45. je bila posljedica njihovog pretjerano dobrog raspoloženja. Die Menschen, die an diesen NS-Aufmärschen der 30er Jahre teilgenommen haben, haben sich vielleicht nicht oder auf jeden Fall nicht alle, haben sich gewünscht, dass jene Realität eintritt, die dann später 1945 oder 1944 oder 1943 dann in Deutschland der Fall war. Aber die Realität des Jahres 1945 war eine Folge ihrer damals übertrieben guten Laune. I još samo nešto da me se ne bi pogrešno shvatilo, ja ću gledat sve utakmice ovog svjetskog prvenstva. Und nur noch ein Zusatz, damit man mich hier nicht falsch versteht. Ich werde mir sämtliche Spiele der Fußballweltmeisterschaft anschauen. I gledat ću ih kao potpuno oduševljeni gledalac onog što se događa na zelenom igralištu. Und ich werde mir diese Spiele anschauen wie ein begeisterter Fan, der alles genießt, was auf dem grünen Rasen stattfindet. Gut, jetzt wäre eine mögliche, von dem aus könnte ich jetzt sehr viele Fragen stellen, auch zu der eigenen Inkonsequenz, die lasse ich jetzt, aber Sie haben so leidenschaftlich von Idioten gesprochen. Ein Aspekt, der heute bezogen auf Ihr Werk noch gar nicht angesprochen wurde, viele andere schon, aber einer nicht, dass Sie auch sehr schonungslos das Wirtschaftssystem in den Fokus nehmen, das inzwischen eben auch in Kroatien fruchtet. Sie haben einmal den Neoliberalismus als eine große Idiotie bezeichnet und als die Fortsetzung des Sozialismus mit anderen Mitteln. Hat sich an diesem Standpunkt etwas geändert? U Hrvatskoj se zapravo ništa nije promijenilo.
In Kroatien hat sich eigentlich nichts geändert. I na neki način u Hrvatskoj se ništa ne može ni promijeniti. In Kroatien kann sich auch nichts verändert gewissermaßen. Hrvatska je rubna evropska zemlja. Kroatien ist ein Randstaat Europas. Zemlja na granici. Ein Land an der Grenze. Samo srećom, s druge strane granice nije Rusija. Zum Glück befindet sich auf der anderen Seite der Grenze nicht Russland. S druge strane granice je uspomena. Auf der anderen Seite der Grenze ist die Erinnerung. Uspomena na Jugoslaviju. Die Erinnerung an Jugoslawien. Ili uspomena na Osmansku imperiju. Oder die Erinnerung an das Osmanische Reich. Ali u svakom slučaju nešto vrlo bezopasno. Aber auf jeden Fall etwas sehr harmloses. Hrvatska je granična zemlja preko koje nadiru očajni pojedinci s istoka. Kroatien ist ein Grenzland, durch das verzweifelte Individuen aus dem Osten nach Europa kommen. Hrvati su fantastični policajci. Und die Kroaten sind fantastische Polizisten. I Hrvati će na fantastično efikasan način odvratiti te očajne ljude s istoka pri njihovom pokušaju da dođu u Evropu. Und die Kroaten werden auf die effizienteste mögliche Art und Weise diese verzweifelten Individuen davon abhalten, in die Europäische Union zu kommen und sie zurückdrängen. I osim hrvatskih policajaca, hrvatskih sobarica i hrvatskih konobara u Hrvatskoj liberalnog kapitalizma nikog drugog zapravo ni nema. Und außer den kroatischen Polizisten, den kroatischen Zimmermädchen und den kroatischen Kellnern gibt es in Kroatien keinen sonstigen liberalen Kapitalismus. U Hrvatskoj naravno postoji neki drugi ljudi. Es gibt natürlich auch andere Menschen in Kroatien. Ali to su naprosto drugi ljudi. Aber das sind einfach andere Menschen. I kada govorimo o njima, ne govorimo o Hrvatskoj, nego govorimo o drugim ljudima. Und wenn wir über sie sprechen, dann sprechen wir nicht über Kroatien, sondern wir sprechen über andere Menschen. Ili tačnije rečeno govorimo o ljudima. Oder genauer gesagt, wir sprechen über Menschen. A razgovor o ljudima zapravo nije nikad razgovor o državama, osim kada države ljudima čine zlo. Und ein Gespräch über Menschen ist nie gleichzeitig ein Gespräch über Staaten, es sei denn, die Staaten richten etwas Übles an. I što se tiče liberalnog kapitalizma, reću samo još jednu vrlo zanimljivu stvar o kojoj razmišljam zadnjih nekoliko dana. Über den liberalen Kapitalismus werde ich nur noch eine wichtige Sache sagen, über die ich mir in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht habe. Moj djed je u svoje vrijeme, njegovo vrijeme je bila prva polovina 20. vijeka, na društvenoj ljestvici bio otprilike na onoj poziciji na kojoj sam danas ja. Dakle, pripadao je nekoj srednjoj klasi. Mein Großvater war in seiner Zeit, und seine Zeit ist die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf der gesellschaftlichen Leiter in etwa dort positioniert, wo ich heute stehe, also in der Mittelklasse. Vrlo smo slični po ukusu i po svojim nekim sitnim životnim slabostima.
Wir sind uns sehr ähnlich, zum einen im Hinblick auf unseren Geschmack, zum anderen auf, im Hinblick auf so kleine Lebensschwächen. Moj djed je kao ja volio neke skupe predmete iz svakodnevnog života. Mein Großvater mochte, so wie ich auch, teure Gegenstände für den Alltagsgebrauch. U svome životu, koliko sam ja mogao izračunati, a to sam mogao dosta precizno izračunati, u svome aktivnom životu od kad se zaposlio pa do svoje smrti, moj djed je imao ukupno 5 ili 6 zimskih kaputa. In seinem Leben so hatte er, soweit ich das berechnen konnte, und ich konnte es ziemlich präzise berechnen, in seinem Leben hatte also mein Großvater seit Anbeginn, seit er begonnen hat zu arbeiten bis zu seinem Tod, besaß er 5 bis 6 Wintermäntel. Svoje kapute nisam broj svojih kaputa uspio izračunati, ali od kad sam počeo sam zarađivati novac, bilo ih je sigurno više od 30. Meine eigenen Mäntel konnte ich nicht so präzise ausrechnen, aber ich bin sicher, dass seit ich begonnen habe, mein eigenes Geld zu verdienen, dass ich mehr als 30 Wintermäntel besessen habe. U svom životu moj djed je imao 2 džepna sata. Jedan od ta 2 džepna sata je bio za svoje vrijeme vrlo skup. Zeit seines Lebens besaß mein Großvater 2 Taschenuhren, eine davon war sehr teuer. Ja sam do sad kupio preko 40 ručnih satova. Ich habe bis jetzt mehr als 40 Armbanduhren gekauft. Ogromna većina njih su bili oni jednokratni svočovi satovi na baterije. Die meisten davon waren ganz einfache batteriebetriebene Swatch-Uhren. Moj djed je prije Drugog svjetskog rata kupio jedan radioaparat. Mein Großvater hat sich vor dem Zweiten Weltkrieg ein Radiogerät gekauft. Taj radioaparat je bio u našem stanu sve do njegove smrti. Dieses Radiogerät stand in seiner Wohnung bis zu seinem Tod. Služio ga je 40 godina. Das heißt, das Gerät hat ihm 40 Jahre lang gute Dienste geleistet. Ja sam uspio nabrojati 12 televizora koje sam do sad za svoje novce kupio. Ich habe inzwischen 12 Fernsehgeräte für mein eigenes Geld gekauft. I u osnovi to je sva priča o liberalnom kapitalizmu. Und also grundsätzlich ist damit schon die ganze Erzählung über den liberalen Kapitalismus gesagt. Liberalni kapitalizam je u svakom pogledu samo uništavajući sistem, i u političkom, i u ekološkom, i u ekonomskom, i u kulturnom, i u civilizacijskom, i zapravo mi srljamo u propast krećući se prema stalnom napretku. Im Kern ist der liberale Kapitalismus ein selbstzerstörerisches System, und zwar in jeder Hinsicht. Das heißt im Hinblick auf Politik, im Hinblick auf die Ökologie, die Ökonomie, die Kultur und auch zivilisatorisch. Wir bewegen uns mit hoher Geschwindigkeit auf den Abgrund zu,
im Glauben, dass wir hin zu einem unbegrenzten Fortschritt gehen. Sie haben Ihren Großvater erwähnt, Milenko Jergovic, jetzt in Ihren Ausführungen zu diesem Aspekt liberaler Kapitalismus, Neoliberalismus. Die Auseinandersetzung mit Ihrer Familie ist ein ganz zentraler Bestandteil Ihres literarischen Werks, sowohl mit dem Vater als auch mit der Mutter und mit den Vorfahren in die jeweiligen Richtungen. Ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte Voraussetzung für einen aufklärerischen Geist, Voraussetzung dafür, dass so etwas wie zivilisatorischer Fortschritt überhaupt stattfinden kann? Zapravo ne znam. Ich weiß es eigentlich nicht. Ja sam se svojom porodicom bavio oduvijek sa dvostrukom idejom, sa dvije ideje. Prva ideja je da je vlastita porodica jedna ogromna tema. Kada se bavite vlastitom porodicom, to je kao kao da ste Jules Verne i imate neiscrpan prostor najfantastičnijih i najluđih ideja, situacija, likova koje ne možete napisati ne za jedan svoj život, nego za nekoliko svojih života. Ich habe mich mit meiner eigenen Familie seit jeher auseinandergesetzt aufgrund von zwei Ideen. Die erste Idee lautet folgendermaßen: Die eigene Familie ist ein riesiges, unerschöpfliches Thema. Und wenn man sich mit der eigenen Familie auseinandersetzt, dann ist man wie Jules Verne konfrontiert mit einem unermesslichen Raum, der bevölkert ist von den fantastischsten und verrücktesten Ideen, Situationen und Figuren. Und man kann, selbst wenn man wollte, das alles niemals hinschreiben. Ein Leben würde dafür nicht reichen, aber auch mehrere Leben würden dafür nicht reichen. I druga stvar, baveći se svojom porodicom, ja sam se bavio najstrašnijom vlastitom traumom. Ja sam, baveći se svojom porodicom, ja sam se bavio mehanizmom vlastitog uništenja. Und die zweite Idee ist, indem ich mich mit meiner Familie auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit dem schrecklichsten Trauma auseinandergesetzt. Ich habe mich nämlich mit dem Mechanismus meiner eigenen Zerstörung auseinandergesetzt. Porodica nije idilična. Mislim, možda nečija jest, moja nije bila. Moja porodica je neka vrsta intimne zločinačke organizacije. Die Familie ist kein Idyll. Vielleicht hat der eine oder andere Mensch eine idyllische Familie, aber meine war es definitiv nicht. Meine Familie war wie eine intime, verbrecherische Organisation. I druga stvar u vezi toga, porodica zapravo ovako. Mi smo svi, šta god da jesmo, nažalost, kršćani. Čak i ako smo muslimani, mi smo zapravo kršćani. Oder, und zweitens, sind wir alle eigentlich leider Christen. Selbst wenn wir Moslem sind, sind wir Christen. U kršćanskoj viziji
sebe i svijeta, porodica je nešto idealizirano preko svake mjere. In der christlichen Vision ist die oder in der christlichen Welt ist die Familie etwas, das über alle Maßen idealisiert wird. Čak i Thomas Mann, jedan veliki zločesti otac, je bio veliki idealizator porodice. Selbst Thomas Mann, der als Vater auch recht bösartig war, hat dazu geneigt, die Familie zu idealisieren. U toj kršćanskoj viziji svijeta djeca su čista i nevina, a djetinjstvo je najljepši period života. To je period potpune čistoće. In dieser christlichen Vision der Welt ist das Kind rein und die Kindheit ist die schönste Periode des Lebens. Es ist eine Periode der Reinheit. Moje djetinjstvo je bilo čisti pakao i ja se do dan danas pokušavam oporaviti od djetinjstva. Meine Kindheit war die reinste Hölle und ich versuche noch heute krampfhaft mich davon zu erholen. Također, djeca su zla, djeca su nepojmljivo zla bića. Kinder sind bösartig, Kinder sind unverständlich bösartige Lebewesen. To znam po svojim drugovima, vršnjacima iz škole. Das habe ich gelernt durch meine Klassenkameraden, durch meine gleichaltrigen Kinder damals. Ali puno bolje to znam po sebi. Aber noch besser weiß ich das aufgrund von mir selbst. Ja sam bio neopisivo zao, pokvaren i hladan prema patnjama mrava, puževa, životinja, ljudi. I zapravo sam u nekom trenutku odrastanje počeo shvaćati kao pokušaj i nastojanje da se postane manje zao. Ich war selbst sehr bösartig, ich war verdorben und gleichgültig gegenüber dem Leid von Ameisen, Schnecken, anderen Tieren und Menschen. Und eigentlich habe ich irgendwann verstanden, dass Erwachsenwerden ist der Versuch, ein weniger bösartiger Mensch zu sein. Und was hat das jetzt alles mit der Gesellschaft zu tun? Ima te veze što društvo je zapravo utemeljeno na način na koji je utemeljena porodica. Die Gesellschaft beruht auf einem ähnlichen Fundament wie die Familie. Lojalnost porodici je vrlo slična lojalnosti domovini. Die Loyalität gegenüber der Familie ist sehr ähnlich zur Loyalität gegenüber der Heimat. I na neki način ne smijete ružno govoriti o svojoj mami i svom tati. Und auf eine gewisse Art und Weise darf man ja nicht schlecht reden von Mama und Papa. I ako ste recimo, ako vas je dopala recimo domovina koja je imala Hitlera, vi ćete ipak reći dobro, Hitler to je strašno, ali postoji i nešto osim Hitlera. Und wenn man jetzt also vom Schicksal dazu auserkoren wurde, dass die eigene Heimat einen Hitler hervorgebracht hat, dann wird man zwar sagen, ja, also ja gut, also Hitler, das war wirklich böse, aber es gibt ja noch etwas anderes. Reći ćete da se domovina promijenila, da je domovina postala dobra. Das heißt, Sie werden dann sagen, naja, die Heimat hat sich geändert, die Heimat ist gut geworden. Tražit ćete neko opravdanje za pijanog tatu koji se vratio nakon druženja sa drugovima iz vojske.
Sie werden auch eine Rechtfertigung suchen für den Vater, der besoffen in der Nacht nach Hause kommt, nachdem er mit seinen Freunden aus der Armee viel getrunken hat. I to traženje, to stalno traženje opravdanja i neprestano insistiranje na boljoj slici, to nije dobro. Und diese ständige Rechtfertigung und diese ständige Suche nach einem besseren Bild, nach einer besseren Darstellung der Realität, das ist nicht gut. Es läuft uns leider die Zeit davon. Ich sehe auf Mascha Dabitschs Uhr, es ist 12.40 Uhr und man hat mir gesagt, um 12.40 Uhr ist aus. Ich stelle aber noch eine abschließende Frage. Deine Uhr geht vor. 12.38 Uhr, wir haben noch 7 Minuten und dann ist wirklich Ende. Aber eine abschließende Frage noch. Übrigens, Mascha Dabitsch, finde ich, hat einen Zwischenapplaus verdient. Mascha Dabitsch. Man könnte natürlich jetzt stundenlang so weitermachen, aber eine abschließende Frage, Miljenko Jergovic, Kroatien wird demnächst dem Schengen-Raum beitreten, ist das jüngste Mitglied der Europäischen Union. Wir haben uns immer wieder über die Europäisierung des Balkans unterhalten. Heute hat man den Eindruck, dass die Balkanisierung Europas stattfindet. Ist das ein politischer Befund, der in Ihrem Sinne ist? Pa to je nažalost u potpunosti tako. Europa i svijet su se balkanizirali. Das ist leider so. Europa und die Welt haben sich balkanisiert. Recimo, ja ne znam koliko, koliko vas zna koje i još uvijek je, nažalost, Vojislav Šešelj. I koliko se vas sjeća Vojislava Šešelja iz 91. godine? Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen noch wissen, wer Vojislav Šešelj ist und wie viele von Ihnen sich an Vojislav Šešelj aus dem Jahr 1991 erinnern können. To je jedan strašni i vrlo vulgarni srpski nacionalist. Šešelj ist ein ganz schlimmer und sehr vulgärer serbischer Nationalist. Ali baš sa naglaskom vulgarni. Und ich möchte betonen vulgär. Ja kad gledam Donalda Trumpa, ja vidim tek neznatno usavršenog Vojislava Šešelja. Und wenn ich mir Donald Trump anschaue, dann sehe ich einen nur unwesentlich vollkommeneren Vojislav Šešelj. On je na potpuno jednak način vulgaran kao taj naš Šešelj. Trump ist auf die gleiche Art und Weise vulgär wie unser Šešelj seinerzeit war. I stvarno nema nikakve razlike. Und ich sehe hier keinen Unterschied. Osim što Trump nije Balkanac. Außer, dass Trump kein Balkanese ist. Trump je samo jedan primjer, ali cijeli svijet danas funkcionira na način Balkana iz 90. godina. Und Trump ist hier nur ein Beispiel. Es geht darum, dass die ganze Welt derzeit so funktioniert wie der Balkan der 90er Jahre. Vratite se što češće govoru Vladimira Putina prije njegovog napada na Ukrajinu, u kojem je opisao Ukrajinu kao zemlju i Ukrajince kao lažni izmišljeni narod. Ich empfehle Ihnen, immer wieder zurückzukehren zu Putins großer Ansprache, die er kurz vor dem Angriff auf die Ukraine gehalten hat. In dieser Ansprache beschreibt er die Ukraine als ein Land und die Ukrainer als ein erfundenes, nicht, also als ein falsches Volk. Oprostite, ali potpuno
iste riječi, iste metafore, iste figure, iste argumente 1991. godine su u svojim govorima koristili Vojislav Šešelj, Slobodan Milošević i Radovan Karadžić. Samo što tad nije bilo riječ o Ukrajini, nego o Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili o Jugoslaviji u cjelini. Und die gleichen Worte, Metapher, die gleichen rhetorischen Figuren und Argumente haben wir auch 1991 gehört von Vojislav Šešelj, von Slobodan Milošević oder von Radovan Karadžić. Nur ging es damals nicht um die Ukraine, sondern es ging um Kroatien, um Bosnien und Herzegowina oder auch um Jugoslawien als Ganzes. I zapravo je nevjerovatno kako je bilo jako malo ljudi koji su u februaru ove godine primijetili svu neoriginalnost tog strašnog Putinovog govora. Und es ist unglaublich, wie wenigen Menschen diese Parallelen aufgefallen sind bei dieser schrecklichen Ansprache im Februar von Putin. Und es ist sehr wenigen Menschen nur aufgefallen, wie unoriginell diese Ansprache war. Miljenko Jergovic, Mascha David. Ich gratuliere dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels zu seinem Preisträger 2022. Mit einem Satz von Miljenko Jergovic beenden wir die Matinee. Es gibt noch abschließende Worte vom Kurator dieser tollen europäischen Literaturtage. Und zwar der Satz lautet, die totale Vereinfachung mündet im Faschismus. Ja, ehe wir noch ein abschließendes Stück des Duos Hofmanninger Schwarz hören, möchte ich mich bei allen bedanken, die die diesjährigen Europäischen Literaturtage, die 14. Ausgabe ist es bereits, ermöglicht haben, beziehungsweise die daran mitgewirkt haben. Stellvertretend für mein ganzes Team und möchte ich mich bei meinem Produktionsleiter Jochen Gruber bedanken. Ich möchte mich bedanken bei allen Gästen, die hier waren. Gute Heimreise in die verschiedensten Teile von Europa. Bei allen, die hier waren, auch bei den Livestreams und mit ihren Fragen und Kommentaren die Literaturtage wesentlich bereichert haben. Bleiben Sie dann noch auf ein Glas Wein bei uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und hoffe doch sehr, dass wir uns nächstes Jahr zur selben Zeit wieder hier im Klangraum Krems-Minaritenkirche zu den 15. Europäischen Literaturtagen wieder treffen.
Thank you.